Ja, ich meine, mit dieser Supertechnologie sollten wir natürlich weiter arbeiten, so ist nicht. Ich glaube, es liegt auf der Hand. Witzig, auf der Hand und der benutzt seine Hand. War das wild. Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part Heavy Rain. Ich bin gerade überglücklich, da, das muss ich am Anfang der Episode erstmal zeigen, diese tolle Deluxe Edition Box gerade angekommen ist. Casper Hinterland mit der Doppelvinyl, dem Album, dem T-Shirt, einem Fotobuch, was weiß ich nicht alles. Das werde ich jetzt gleich erstmal durchstöbern. Und wir starten jetzt durch mit Heavy Rain. Yippie-yay, los geht's! So, wir wissen immer noch nicht, wer wir sind, warum wir hier an diesem Tatort sind und was hier überhaupt abgeht. Also, erstmal Blake. Ich hab den Namen irgendwo. Blake. Lieutenant Carter Blake. Das ist er. Okay. Gott, meine Hände zittern. Ja, das haben wir gesehen. Ich muss mich zusammenreißen, wenigstens für den Moment. Ja, wäre gut. Reporter, jetzt schon. Die sind ja bestens informiert. Tja, fast besser als du, wa? Verdammter Regen. Hat nicht aufgehört, seit ich hier bin. Hier wird's mir echt gefallen. Der Bereich ist abgesperrt. Treten Sie zurück. Ich bin Super Sergeant. Ah. Kann ich Ihre Dienstmarke sehen? Ja. Ja, natürlich. Okay. Sie können durch. Was suchen wir hier? Ich suche Lieutenant Blake. Ist er hier? Ich hab ihn schon gesehen. Er ist hier irgendwo. Blake. Wir müssen Lieutenant Blake finden. Okay. Das war eine Frau? Okay. Lieutenant Blake. Nee. Der hat nicht... No. Ja, richtige Holobrillen. Agent 470223, Norman Jaden, Dienstag, 4. Oktober 2011. Es ist 8.14 Uhr. Erinnert mich gerade krass an Matrix. Shit. What? Was ist das denn jetzt hier alles? DNA? Oh, okay. Oscar Delzo. Ohne direkten Bezug zur Ermittlung. Gut, dann brauchen wir es ja wohl nicht. Ach, warte, ich wollte doch gar nicht absetzen. Ich war doch noch gar nicht fertig. Ich wollte doch weitermachen. Okay, weiter geht's. So, hier vielleicht noch einmal den Pew! Auf den Boden setzen. War hier irgendwo was? Irgendwo hat's gepiept. Ich suche Lieutenant Carter Blake. Ja, und er... Danke. Ah, okay, ich hab ihn gesehen, aber... Hier ist noch ein wenig DNA. Blutspuren. AI-Eintrag. Unwichtige Probe. Wahrscheinlich von einem der Polizisten am Tatort. Oh, das ist Urinprobe. So viel zur Blutspur. Dann gut. Da hinten ist Lieutenant Blake. Ich würde sagen, wir gehen dann erstmal zu dem jetzt hin. Wir können unsere Sonnenbrille auch abnehmen. Wir müssen ja jetzt ja nicht gleich als Obermacker des FBIs ankommen. So... Die ganzen Leute verunreinigen den Tatort. Ich bezweifle, dass noch Beweise übrig sind, wenn es überhaupt welche gab. Ich muss Lieutenant Carter Blake finden. Ich bin klitschnass. Ich bin klitschnass. Das ist ja kacke. Die Leiche ist noch hier. Ich muss Lieutenant Carter Blake finden. Ja, das haben wir langsam. In der Nähe der Leiche sind Eisenbahnschienen. Genau wie bei den anderen Opfern. Warum Eisenbahnschienen? Was geht jetzt ab? Hallo Blake! Lieutenant Blake? Agent Norman Jaden vom FBI. Ihr Büro hat mir gesagt, dass ich Sie hier finden würde. Wenn Sie nach Regen, Leichen und Highways suchen, sind Sie hier richtig. Mike, sag dem Idioten mit dem Bagger, er soll 5 Minuten Pause machen. Ich kann nicht denken.
Sofort, Lieutenant. Okay. Und kommen Sie, Jaden? Also, was war los? Ein Typ, der mit dem Hund draußen war, hat die Leiche morgens um 6 gefunden. Mehr wissen wir im Moment nicht. So wie es aussieht, weist alles auf den Origami-Killer hin. Okay. Ist die Todeszeit denn bekannt? Aufgrund der Leichenstarre muss es weniger als 6 Stunden her sein. Der Gerichtsmediziner kann uns mehr sagen. Hm. Was sagt die Pathologie? Auf dem Weg, Lieutenant! Auf dem Weg, Lieutenant! In einer Stunde. Ist die Leiche identifiziert? Nein, noch nicht. Wir warten noch auf Ergebnisse. Zeugen. Gibt es Zeugen? Noch nicht. Bei der Gegend würde mich das aber auch schwer wundern. Ja, stimmt allerdings. Vorsichtsmaßnahmen. Es sind ganz schön viele Leute am Tatort. Haben Sie keine Angst, dass die Spuren zerstören? Man findet keine Beweise hinter dem Schreibtisch. Und wir zertrampeln schon keine Spuren, auch wenn wir nicht vom FBI sind. Ich sag doch, der soll den nicht so raushängen Nein. lassen. Nein, natürlich nicht. Das wollte ich nicht sagen. Tony, ich will keinen dieser sensationsgeilen Pressefuzzis hier sehen. Verstanden? Ja, Lieutenant. Ja, Lieutenant. Spuren. Gibt es irgendwelche Spuren? Meine Leute untersuchen den Tatort genau. Wenn es Spuren vom Mörder gibt, finden wir sie. Hören Sie, ich bin hier gerade beschäftigt. Wieso reden wir nicht später auf dem Revier über alles? Kein Problem, ich verstehe schon. Kann ich mich mal umsehen? Nur zu. Hey, Jaden. Sie sagen, wenn Sie etwas finden, okay? Wir sind doch jetzt ein Team. So, das ist ein Filmmove. Okay. Wir sind ein Team. Okay. Gut. Ja, ich meine, mit dieser Supertechnologie sollten wir natürlich weiter arbeiten. So ist nicht. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Witzig, auf der Hand. Und der benutzt seine Hand. War das wild. Dieser Brain, ne? Unglaublich. Wow, 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 wow. Was ist da denn? Orchideenpollen. Die Pollenkonzentration in der Luft nimmt wegen des Regens schnell ab, aber in der Nähe der Leiche nimmt sie zu. Okay. Die Frage ist nur... AI-Eintrag. Pollenpartikel verschwinden im hohen Gras. Ist wohl das Ende der Spur. Wir sollten nicht zu lange da stehen. Blutspuren auf der Bahnschiene. Die Blutanalyse zeigt fortgeschrittene, lang andauernde Erschöpfung. Okay, Fußspuren auch noch. Jetzt wird's interessant, Leute. Die Fußabdrücke gehen nach der Pollenspur weiter. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. Ach, guck mal an. AI-Eintrag. Blutspuren am Zaun hinter der Bahnlinie entdeckt. Oh Gott. Rutsch mir jetzt nicht noch vor den Zug. Minion. So. Oh Gott. Nein! Sollten wir das wirklich versuchen? Naja. Ich muss doch den gedrückt halten. Da muss ich den gedrückt halten. Da muss ich den gedrückt halten. Ach Gott, oh Gott. So einen schleimigen Berg hochzutorkeln ist auch gar nicht mal so einfach. Oh. Ach, nee, nee. Wow, wow, wow. Nicht ganz runterrutschen. Nein, nein. Oh Gott. Nein, nicht da. Ich dachte, mit nach unten ist nicht nach unten gehen gemeint, sondern einfach nur nach unten gucken. Na gut, gehen wir nochmal nach oben. So. Sind hier schon voller Schlamm. Er lacht uns bestimmt gleich auch an, wenn wir so viel Schlamm an der Kleidung haben. Würde mich nicht wundern. Das ist doch der Big Babbo da. Okay, weiter geht's nach oben. Wenn wir hier jetzt übrigens runterrutschen, das wäre ein echt blödes Problem, du.
Das wäre echt nicht gut. Komm schon. Wenn schon, denn schon. Ach, der auch noch. Gott. Jetzt kommen sie mir aber mit Knöpfen, du. Die benutze ich ja im Leben nicht. Oh Gott. So. Yeah. Und so schnell ist man dann schon hier oben. Guck mal, noch mehr Fußspuren. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. Ja, das ist korrekt. Das könnte natürlich sein. Wir sehen immer noch echt so aus wie Neo von Matrix oder so. Was ist das denn? AI-Eintrag. Reifenspuren am Rand der Fahrbahn hinter der Bahnlinie. Der Wagen des Mörders? Obwohl die Fußspuren danach weitergehen, das wundert mich. Och Gott, oh Gott. Muss das denn sein? Danke auch. Den hier kriegst du, Alter. So. Wobei dann hier dann auch wirklich die Spur endet. Okay. Naja, wir konnten auf jeden Fall hier einen guten Einblick finden. Hier war dann wohl möglich, dass der Wagen des Täters, die Fußspuren. Ja, genau. Ganz ruhig. Wenn das einfach im Real Life auch so einfach klappen würde, ne? Einfach irgendwer, der die Knöpfe drückt. Oh Gott. Hui. Yay. Yeah. So. So, und hier wird es nochmal schwer. Oh Gott. Hi, der Witzker. So. Alles cool. Alles cool. Ich will mich nicht so lange auf den Bahnschienen aufhalten. Da habe ich ein unwohles Gefühl bei der Sache. Muss ich zugeben. Ist nicht so meins. So. Ganz viele Fußabdrücke von irgendwelchen Polizisten. Ein Zug kommt vorbeigedüst. Seht ihr eigentlich ganz gut, dass hier, dass wir nicht mehr auf den Bahnschienen stehen. Sonst müssen wir noch ein Quicktime-Event lösen, das verkacke ich dann stirbt uns unser, ui, unser Kerl hier auch noch. Colin Smith. AI-Eintrag, unwichtige Probe, stammt von einem der Polizisten am Tatort. Da freut man sich so sehr, dann sowas. So. Ah, hier. Ich fahre jetzt zurück. Bleiben Sie noch? Nee, wir können auch schon gehen. Nein, das reicht mir. Ich fahre dann auch. Wir haben jetzt fast alles gesehen hier, denke ich. Denn, wir waren oben. Wir haben, wahrscheinlich Spuren gefunden für das Fahrzeug. Wir haben überhaupt Spuren des Täters gefunden. Also, vielleicht auch des Opfers. Wir werden damit, denke ich, schon eine Menge anfangen können. Die Leiche ist noch hier. Viel zu viele Menschen hier, sie zertrampeln den ganzen Tatort. Ja, ich würde gerne zu meinem Auto. Danke sehr. Dieses blöde Absperrband, ich kann nie wieder hinterhergehen. Mann. Ja gut, dann würde ich sagen, setzen wir uns nun auch in unser Auto. Obwohl, vielleicht sollten wir dem Mr. Blake noch folgen. Wir wollten noch zum Revier mit ihm, oder nicht? Warum zum Teufel ist hier Blut? Okay, wir gehen nicht zu ihm. Die Leiche ist noch hier. Die Leiche ist so oft ein Gedanke, dass ich sie wahrscheinlich noch ansehen sollte, aber nein, nein. Ich denke, ich habe hier genug gesehen. Oder auch nicht. Gut, die Leiche muss ich mir doch nochmal angucken. Ist doch eigentlich doof, wenn ich gehe als FBI-Agent, ohne mir die Leiche anzugucken. Vergesst einfach, was ich gerade gesagt habe. Gut. So. Wenn ich ehrlich bin, habe ich die Leiche auch so gesehen gar nicht gefunden einfach. Ich habe sie einfach nicht gesehen. Dann dachte ich mir, wird wohl nicht so wichtig sein. Aber, mitnichten! Es ist sehr wichtig. Wo haben wir denn die Leiche eingemummelt? Da. Ist ja auch kaum zu übersehen.
Jo. Ich hätte die Brille vorher abnehmen sollen. AI-Eintrag, das Opfer liegt auf dem Rücken. Ah. Keine Anzeichen von Gewalt. Erstmal da nachschauen. Schürfwunde am rechten Oberschenkel. Das Blut ist identisch mit dem am Zaun. Oh, das ist sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. In dem Sinne natürlich. Eine Origami. Eine kleine Origami-Figur in der rechten Hand. Faust wahrscheinlich nach Todeseintritt geschlossen. Das Opfer ist Jeremy Balls. Gilt seit 5 Tagen als vermisst. Jeremy. 1999. Der ist jung, definitiv. Auf der Brust des Opfers liegt eine Orchidee. Und wieder eine Orchidee. Origami-Figur und Orchidee, wie auch bei Johnny. Das war, glaube ich, Johnny hieß der doch, oder? Johnny, klein Johnny. Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesehen. Von der Frau, der hieß Johnny, ja. Von der Laura. So. Können wir ja unsere Hightech-Brille nur noch abnehmen. Auch wenn das ein cooles Gadget war, definitiv, muss ich sagen. Ich fühle mich glatt wie ein, noch coolerer Kerl, als ich eh schon bin. So, Lille. Dann würde ich sagen, hier drunter her. Dum-di-bum-di-dum. Auf zu unserem Wagen. Mörder. Beeindruckend. Die einzigen Spuren, die der Mörder hinterlassen hat, wollte er auch hinterlassen. Er wusste genau, was er tat. Bis zum kleinsten Detail. Das Zeug von einem guten Mörder. Schnell zurück zum Revier, sonst hole ich mir noch eine Lungenentzündung. Nicht schön. Lungenentzündung ist nicht schön. Da klingt man die ganze Zeit ganz komisch und macht immer wenn man husten will. Okay. Es ist... Whatever. Was das auch immer für eine Aktion war. So. Ich würde, wenn ich ehrlich bin, aber auch gerne mal wieder mit Ethan spielen. Aber das entscheidet das Spiel, nicht ich. Ach ja, ist das schön. Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Oh yeah. Das sieht aber aus wie Ethan. Wir spielen jetzt gleich Ethan. Yay. FBI-Ermittler, ein Trophäe, so. Okay, was ist das jetzt? Dienstag, 13 Uhr, 19,43 mm. Sieht aus, als wären wir bei einem Psychologen. Was sehen wir in diesem Bild? Ich sehe eine Fledermaus. Sagen Sie, was Ihnen in den Kopf kommt. Eine Fledermaus. Fledermaus. Batman. ein Fuchs. Ein Fuchs. Ein Krebs, doch ja. Ein Krebs. Der Tod, wegen der Sichel, Sense. Tod. Tod. Schrecken. Angst. Okay. Ich habe ein wenig Angst, was der hier für Tests mit mir macht. Hier sind die MRT-Ergebnisse. Alles scheint normal zu sein. Es sind keine physischen Schäden zurückgeblieben. Aber ich muss sagen, mir gefällt Ihre psychische Verfassung nicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber Sie müssen neu anfangen, Ethan. Tja, das ist aber echt nicht einfach. Sie tragen keine Schuld an dem Unfall. Trotzdem ist es passiert. Das ist meine Schuld. Ich könnte noch leben, wenn ich aufgepasst hätte. Es war ein Unfall. Unfälle passieren jeden Tag.
Sie können sich nicht ewig die Schuld daran geben, Ethan. Wie geht es Sean? Kann ich nur damit antworten? Ich weiß, er ist enttäuscht von mir. Ich bin nicht mehr der Vater, der ich einmal war. Das stimmt. Er ist ein guter Junge. Er verdient was Besseres. Und was ist mit Ihnen? Was fühlen Sie? Ja, was fühlen wir? Deprimiert eigentlich. Ich will nicht mehr leben. Ich habe einfach keinen Grund mehr. Nicht mal Ihren Sohn Sean? Obwohl, den eigentlich schon. Ich konnte Jason nicht retten. Sean braucht keinen Vater wie mich. Oh Gott, ist das hart. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten, Ethan? Oh Gott, die Flashbacks. Schizophrenie, Blackouts. Ich habe manchmal diese Blackouts. Ich weiß nicht, was ich gerade tue. Das Bewusstsein kommt wieder, aber erst später. Aber dann bin ich woanders. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Kann das mit dem Unfall zusammenhängen? Sie hatten eine Gehirnerschütterung und lagen 6 Monate im Koma. Die Auswirkungen solch eines Schocks auf das Gehirn sind nicht bekannt. Die Sitzung ist für heute beendet. Wir führen das Gespräch nächste Woche weiter. Klar. Sie hatten Glück, Ethan. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Trotzdem bringt das meinen Sohn nicht wieder. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor. Tja. Genau das wollte ich damit ausdrücken. Och Gott, Mann, der Arme tut mir leid. 10 auf 4. 25,04 mm. Auf dem Spielplatz. Spielen. Willst du nicht mit den anderen spielen? Dazu habe ich keine Lust. Problem. Ist irgendetwas schon? Nein, mir geht's gut. Man sieht die Lüge im Gesicht geschrieben. Wie war's denn heute so in der Schule? Die Lehrerin hat mich ausgeschimpft, weil ich zu spät war. Sie sagt, sie schickt mich nach Hause, wenn das noch einmal passiert. Das tut mir wirklich leid, Sean. Nächstes Mal kriegen wir das bestimmt alles hin, okay? Willst du was essen? Och Mann, oh Mann. Das Verhältnis ist echt geprägt dadurch. Es tut mir richtig leid. Aufheitern. Was mache ich, um ihn aufzuheitern? Sean sieht traurig aus. Ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Aber ich glaube, ich kann es jetzt nicht. Wippe. Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf seiner Wippe. Hast du Lust? Ja. Oh, wie süß. Oh. Jetzt gehen wir mit unserem Sohn auf die Wippe. Komm, Dad, lass mich fliegen. Oh, wie süß. Hui. Oh. Hups. Nein, Dad, du machst das nicht richtig. Hups. Du musst dich rechtzeitig abstoßen. Ich dachte, ich musste den Controller bewegen und nicht die Taste. Aber okay. Oh Gott, wie niedlich. Oh. Oh Gott, allein zu sehen, wie er lacht, ist niedlich. Siehst du, und so heitert man auch schon seinen Sohn auf. Oh Gott, wie niedlich, ey. Wirklich.
Das ist schon niedlich. Ich finde etwas anderes für uns beide. Es macht ihm wohl Spaß. So ein Lachen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Nun gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Heavy Rain. Ich bin Little Confess Band oder einfach nur Yannick. Und wir sehen uns morgen um 17.30 Uhr. Falls ihr auf Horror steht, schaut gerne mal um 19 Uhr auf meinem Kanal vorbei. Dort kommt nämlich Doorways. Und sonst würde ich sagen, wir sehen uns, hören uns und bis dann. Ciao. Moin moin Leute, ihr seid in der Endcard angelangt und jetzt gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben verpasst. Und sonst kann ich euch nur sagen, hier unten seht ihr noch die Playlist verlinkt, den nächsten Part verlinkt, unten die Social Networks, mein PSN-Name steht dort auch drin. Natürlich würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen und sonst sehen wir uns morgen um 17.30 Uhr. Tüdelü!